Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute wieder ein Rezept. Ja, das Ergebnis werde ich verschenken. Also natürlich auch für mich was behalten. Aber ich habe neulich ja schon dieses Chiliöl gemacht. Das hat mich so überzeugt. Und jetzt mache ich das auch nochmal in der Geschmacksrichtung Knoblauch. Das ist das Rezept von Mix dich glücklich. Und wie gesagt, das Chili-Rezept hat super geklappt. Und das Einzige, was jetzt wirklich hier ein bisschen lästig war, waren die Knoblauchzehen zu schälen. Und zwar sind das die Knoblauchzehen von zwei Knollen. Also, wie gesagt, das war jetzt ein bisschen Fummelarbeit. Und sie schreibt aber auch, dass es ganz wichtig ist, sie hat extra ein Update da reingeschrieben, dass man die Sachen genau in der Reihenfolge zugibt. Und das einzige etwas Verrücktere ist sonst hier dieses Johannesbrotkernmehl. Aber ja, das habe ich sowieso immer da. Und wer schon das Chiliöl jetzt auch gemacht hat, der hat es sowieso da. Und jetzt geht's los. Und genau in der Reihenfolge, die vorgegeben ist. Wir beginnen jetzt also mit 50 Gramm Weißweinessig. Dann 50 Gramm neutralem Öl, 4 Gramm Johannesbrotkernmehl. Das bindet die ganze Sache nämlich und macht das so richtig schön sämig. Dann 250 Gramm warmes Wasser, also das ist bei mir so lauwarm, gerade aus dem Hahn. Und jetzt die ganzen Knoblauchzehen. Ich habe auch die Waage angestellt, um zu sehen, wie viel es ist. Also netto 69 Gramm bei mir. Und jetzt noch ein Teelöffel Salz. Und das wird für 2 Minuten auf Stufe 10 durchgemixt, wobei ich erstmal so 20 Sekunden dann öffne, schiebe dann nochmal runter, was irgendwie hochgeschleudert wurde, damit auch wirklich die Knoblauchzehen so richtig püriert werden. Das hat nämlich bei den Chilischoten auch super geklappt. 2 Minuten auf Stufe 10. 20 Sekunden sind rum und wenn er aufmacht, alles nochmal runterschieben. Deckel wieder drauf. Und ich habe hier auch schon meine Flaschen. Die sind natürlich schon ausgekocht. Die kommen jetzt wieder auf den Kopf. Stelle ich die auf ein frisches Handtuch. Und dann sind die auch gleich fertig sterilisiert. Also, hier geht es nochmal weiter auf 10. Und das hat wirklich genauso gut geklappt, wie bei dem Chili. Öl, dass sich das so richtig vermischt hat, so eine ganz sämige Geschichte geworden ist. Ja, das fülle ich mir jetzt in meine sauberen Flaschen. Naja, und wie immer habe ich die Menge, die rauskommt, ein bisschen überschätzt. Aber naja, das ist natürlich total schnell gemacht und dann ganz, ganz schnell Nachschub geben. Und das besonders Sympathische ist ja auch, dass das nicht in den Kühlschrank muss. Das wird einfach sonnengeschützt wohin gestellt. Also ich stelle das hier hinter meine Kartoffeln ins Regal. Und ja, da bekommt es keine Sonneneinstrahlung. Hier in der Küche heizt sich nicht, also hier ist es auch nicht so warm. Es soll nicht in den Kühlschrank, nochmal dazu gesagt. Ja, also ich mache davon noch mehr die Tage und dann gibt es ja noch die Geschmacksprobe. Ja, also so einfach, so schnell und wirklich außer diesem Johannesbrotkernmehl überhaupt nichts. So. Jetzt ist hier gerade eine Fliege an mir vorbeigeflogen, eine Fruchtfliege. Da muss ich doch nochmal mein Obst hier mal überprüfen. Ja, also gleich geht's weiter mit der Geschmacksprobe. Also meine Knoblauchölproduktion ist abgeschlossen und mit der Angabe der Zutaten bekommt man 500 Milliliter. Also ich habe, ich glaube zweimal oder dreimal, nee, dreimal habe ich dieses Rezept jetzt schon gemacht, damit es die Menge wurde. Ja, und jetzt gibt es aber hier auch noch eine Geschmacksprobe. Ich habe mir extra hier was auf den Teller getan. Das ist natürlich nicht dafür da, dass man so isst. Aber ja. Also jetzt mit dem Löffel hätte ich es jetzt nicht essen wollen. Das ist schon richtig würzig. Also, das ist wirklich dafür da, dass man etwas damit würzt und nicht so dippt. Dafür ist es einfach zu knoblauchlastig. Definitiv. Ja, aber auch super vielleicht für denjenigen, der, so wie es mir geht, also obwohl ich ja wirklich sehr viel Knoblauch esse. Wird ja bei mir auch oft schlecht und ich muss dann was davon oder ich muss da immer schon rumschnitzen. Ja, aber so hat man es wirklich dann. Ich habe gelesen, in ein halbes Jahr oder so ist das haltbar. Und wie gesagt, nicht im Kühlschrank, einfach an einem
dunklen Ort hinstellen. Ja, also ich denke, es ist eine wirklich schöne Geschenkidee. Bei mir kommt da noch ein kleines Etikett dran, einfach, dass ich da drauf schreibe, wie man es lagern soll und wie lange es haltbar ist. Also mindestens haltbar. Ja, also viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß beim Verschenken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!